Robert Gernot Dahmann von der FPÖ. Ja, es ist den im polizeilichen Staatsschutzgesetz beinhalteten massiven Eingriffen in die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bürger geschuldet, sich mit der gegenständlichen Materie eben des polizeilichen Staatsschutzgesetzes in aller Sachlichkeit, gebotener Sachlichkeit, auseinanderzusetzen und in einer etwas gewöhnungsbedürftigen Rolle als Kritiker dieses Staatsschutzgesetzes hier auch einleitet, erklären zu müssen, um was es überhaupt geht. Für die werten Kollegen Abgeordneten, die sich noch nicht so mit der Materie auseinandergesetzt haben, aber insbesondere auch für die Bürger, die dieser Sitzung folgen, lassen Sie mich einleitend Folgendes festhalten. Ausgangssituation ist wohl, dass die Aufgaben des polizeilichen Staatsschutzes darin begriffen sind, im Staatsgebiet lebende Menschen und die verfassungsmäßige Grundordnung zu schützen. So steht es auch schwarz auf weiß in den Erläuterungen zu diesem Staatsschutzgesetz. Jetzt könnte man meinen, ja, gut, da ist nichts Schlimmes dran, das hört sich gut an und ist auch richtig so. Nur wenn man sich dann mit den Instrumenten auseinandersetzt, welche dem Staatsschutz in die Hand gegeben werden durch dieses Staatsschutzgesetz, dann, ja spätestens dann, müssen insbesondere bei uns als Gesetzgeber zumindest bis zu einem gewissen Grad die Alarmglocken läuten. Es kann nicht einfach sein, dass wir die Vorgaben, die Wünsche, ja, die durchaus teilweise auch berechtigten Wünsche des Verfassungsschutzes aufgreifen, unkommentiert umsetzen in ein Gesetz und dann auch den Staatsschutz mit allen Möglichkeiten ausgestattet auch gegenüber der eigenen Bevölkerung agieren lassen. Das ist nicht möglich. Wir haben eine Verantwortung, werte Kolleginnen und Kollegen, und diese Verantwortung ist wohl wie folgt festzumachen, dass es hier ein enormes Spannungsverhältnis gibt. Ein Spannungsverhältnis aus diesem Gesetz heraus zwischen den Möglichkeiten, den Instrumenten, welche zum Schutze der inneren Sicherheit im Staatsschutz gewährt werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite den massiven, damit und dadurch bedingten Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bürger. Das gilt es in aller Unaufgeregtheit, aber in aller Vorsicht vor allem, zu berücksichtigen. Bei den heutigen Diskussionen, bei dann vermutlich der anschließend folgenden Beschlussfassung durch SP und ÖVP. Wir unsererseits, und ich werde das auch in weiterer Folge begründen, sind der Meinung, dass wir die zuletzt konstruktiv geführten Verhandlungen weiterführen sollten. Wir haben keine Zeitnot zum Beschluss dieses massiven Eingriffs in Grund- und Freiheitsrechte. Das soll im Sommer in Kraft treten. Wir hätten sogar noch ein, zwei Monate Zeit zu diskutieren und es ist durch nichts zu begründen, wieso hier und jetzt und heute dieses Staatsschutzgesetz beschlossen werden muss. Wir sind in den durchaus konstruktiven Verhandlungen und ich möchte an dieser Stelle auch konkret den Kollegen Amon danken, seinen Mitarbeitern, unseren Mitarbeitern auch im Club für die Versuche, hier auch etwas weiterzubringen und auch teilweise Verbesserungen, die sich tatsächlich in den gegenständlichen Entwurf auch schon finden. Ja? Danke sagen. Aber wir haben noch nicht das Optimale herausgeholt, um wirklich dann auch die notwendige Breite in einer Beschlussfassung zustande zu bringen, um zu sagen, dieses Staatsschutzgesetz ist zuallererst ein Antiterrorgesetz und kein Bürgerbespitzelungsgesetz. Und genau um das geht es uns aber, werte Damen und Herren. Ich habe schon im Innenausschuss festgehalten und an dieser Stelle möchte ich es nochmal wiederholen. Es ist ja ein notwendiger Ansatz, sich darüber Gedanken zu machen, was unser Staatsschutz braucht, um den neuen Herausforderungen, insbesondere des Terrorismus, der Terrorismusgefahr, begegnen zu können. Keine Frage. Aber es wäre auch der österreichischen Bevölkerung als erster Schritt insbesondere geschuldet gewesen, viele dieser bedrohenden Terroristen, ja, und Radikal-Islamisten nicht einmal ins Land zu lassen, um sie erst in weiterer Folge überwachen zu müssen. Das wäre der erste Schritt gewesen, der unserer Meinung nach durch rechtzeitige, stringente, ja, konsequente, effektive Grenzkontrollen, Grenzsicherungsmaßnahmen, Registrierungen hätte stattfinden müssen, um in weiterer Folge dann auch berechtigt, da und dort mit notwendigen
Observierungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass, wenn man weiß, wo wer ist, ja, hier nichts geschieht. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich mir anschauen, welche Zahlen wirklich aktuell sind seitens des Innenministeriums, welche Bedrohungslage von radikalen Islamisten hier in Österreich gegeben ist, wer hier zurückgekehrt ist, wer nicht, weil diese Zahlen wird es nicht geben. Weil über Monate hinweg, trotz Warnung, nicht nur von Seiten der FPÖ, sondern von Experten, internationalen Geheimdiensten, ja, Juristen, Europarechtler, gewarnt wurde, bis hin zur Frontex, die sich bei Gott nicht mit Ruhm bekleckert hat, dass hier mit gefälschten Pässen agiert wird, ein reger Handel betrieben wird und dann auch noch dazu Unmengen an Radikal-Islamisten, an IS-Terroristen über die Flüchtlingsrouten nach Österreich kommen. Aber die Kritik ist bekannt und zum Teil eine andere Geschichte. Wir widmen uns jetzt mehr noch den Inhalten dieses Staatsschutzgesetzes. Denn, werte Kollegen, die Freiheitlichen haben bei allen Nebenschauplätzen, die dieses Verfassungsschutzgesetz oder Staatsschutzgesetz auch noch hergibt, drei Kernpunkte für sich festgemacht, um die es uns in den Verhandlungen und in den Ausführungen auch im Wesentlichen gegangen ist. Zum einen, und das ist, glaube ich, die Klammer über allem, und das sollte auch uns allen eine Triebfeder sein bei hoffentlich weiterzuführenden Verhandlungen für ein besseres Endergebnis, dass es einen qualitativ höchststehenden Rechtsschutz geben muss für die Bürger in unserem Land, wenn es schon entsprechende Observierungsinstrumente und Maßnahmen in den Händen des Staatsschutzes gibt. Höchste Qualität beim Rechtsschutz heißt aber für uns nicht, dass es so wie bisher einen Rechtsschutzbeauftragten für alle Genehmigungen von unterschiedlichsten Observierungsmaßnahmen gibt, sondern dass es hier eine Senatsentscheidung zu geben hat, bei jeder einzelnen dieser möglichen Varianten eine Senatsentscheidung zu geben hat, die natürlich mit Mehrheitsbeschluss zu fällen ist und wo auch jeder dieser Senatsmitglieder immer zur parlamentarischen Kontrolle auch aufmarschieren kann und uns auch sagen kann, was da und dort falsch läuft. Ja? Auch das ist sehr wesentlich, um hier eine interne gegenseitige Kontrolle der Mitglieder des Rechtsschutzsenates zu haben. Es ist sehr wesentlich hier, wenn wir entsprechende Verantwortung auslagern, um Terrorgefahr von Österreich fernzuhalten, dass es nicht, und selbst wenn es nur theoretisch ist, auch in einem Ansatz die Möglichkeit gibt, diese Macht zu missbrauchen und gegen unsere eigenen Bürger einzusetzen. Das war von Anfang an eine Triebfeder auch unsererseits, in diesem Kernbereich auch eine Veränderung herbeizuführen. Das ist aber in den Verhandlungen trotz konstruktiver Gespräche in dieser Ausgestaltung leider nicht gelungen. Leider nicht gelungen, womit ich auch im Wesentlichen schon einmal auch den Grund damit dafür festmachen kann, wieso wir zu diesem Zeitpunkt bei dieser Regierungsverlage mit den bisher gegebenen Änderungen uns außerstande sehen, ruhigen Gewissens, ja, und im Sinne der österreichischen Bevölkerung diesem Staatsschutzgesetz zuzustimmen. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Der zweite Punkt steht dem kaum nach. Es geht hier um einen Deliktskatalog, der sehr weit gefasst ist. Und hier wurde auch viel verhandelt. Einmal ein Delikt hinein, einmal ein Delikt heraus. Ja. Welche Delikte dem Staatsschutz ja, mehr oder weniger Motivation sind, im Raum stehende Delikte, die dem Staatsschutz Motivation sein sollen, laut dem Gesetz hier einschreiten zu können und vorab präventiv Maßnahmen zu setzen, um weitere Schäden aus diesen Delikten zu verhindern. Na, was haben wir jetzt drinnen und was nicht? Und man staune, dass weiterhin hier in diesem Deliktskatalog Meinungsdelikte drinnen sind. Meinungsdelikte, die ich zusammenfassen möchte, wenn eine größere Runde bei einem Stammtisch zusammensitzt und in der gegebenen politischen Lage auch emotional heraus berechtigte Kritik an der Regierung übt, ja, dann kann das schon dazu führen, dass in weiterer Folge aufgrund der Möglichkeit, dass daraus auch vielleicht noch Gewalt entsteht, aufgrund der Stammtischgespräche dort bezahlte Spitzel Platz nehmen und auch noch unsere Bürger bis hin zum Stammtisch auch noch befassen können und auch abhören können. Das kann es nicht sein und das wird es auch mit den Freiheitlichen nicht geben. Ja, quer durch Österreich gibt es sicherlich berechtigte Aufregung in vielerlei Hinsicht. Und das eine oder andere harte Wort wird fallen.
Aber das kann noch lange kein Grund sein, um unsere Bürger bis hinein in den Stammtisch, bis hinein in die Familien jemanden nachzuschicken, um dort nach dem Rechten zu schauen. Werte Damen und Herren, so viel kann sich der Staat beim Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte nicht herausnehmen. Und wenn ich dabei bin, frage ich mich jetzt, was findet nicht Eingang in dieses Gesetz? Und dann haben wir mehrfach unsererseits uns bemüht zu sagen, wieso ist denn nicht das Delikt des Paragraphen 282a Aufforderung zu einer terroristischen Handlung in diesem Gesetz angeführt? Das heißt, ein Meinungsdelikt kommt vor, aber wenn es wirklich darum geht, jemanden zu einer terroristischen Handlung aufzufordern, der ist hier nicht vorgesehen in dem Gesetz. Ja, wie kann man so ein Gesetz salopp Antiterrorgesetz nennen, wenn nicht einmal dieser Paragraph hier vorgesehen ist, Frau Bundesminister? Also für uns nicht schlüssig, nach wie vor in der Regierungsvorlage, auch im Ablehnungsantrag nicht vorgesehen und deswegen unserer Meinung nach insofern zu kritisieren. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich aber jetzt eine dieser Änderungen ansprechen, die sowohl auch im positiven Sinne von unserer Seite auch zu gutieren sind. Ja? Die Kritik quer durch Österreich seitens der Rechtsanwaltskammer, seitens der Journalistenvereinigung, der Ärzte, war ja berechtigt zu sagen, es kann doch nicht sein, dass durch dieses Staatsschutzgesetz die Bestimmungen der StPO zum Schutz der Geheimhaltungspflicht und auch der Entschlagungsrechte umgangen werden. Das kann doch nicht sein. Ja? Auch das war unser Standpunkt und auch da haben wir verhandelt und das hat aber sehr wohl Einfluss gefunden und das ist auch hier zu quotieren an dieser Stelle auch von unserer Seite, dass hier Argumente sehr wohl dann schlussendlich gezählt haben in einem entsprechenden Meinungsaustausch und dass das auch hier vorkommt. Das möchte ich hier auch nicht wegdiskutieren, nicht schlecht reden, sondern das ist auch eine positive Änderung, die von unserer Seite hier auch respektiert wird und ich glaube auch im Sinne dieser Berufsgruppen Ärzte, Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Journalisten, ja, in ihrem Bereich auch notwendig ist. Was nicht Eingang gefunden hat, und jetzt bin ich schon wieder bei der Kritik, ist ein berechtigtes Interesse eines jeden Politikers, nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, in der eigenen Rolle hier, insbesondere als Oppositionspartei, wer auch immer das in Zukunft sein wird, wie auch immer die Regierung in Zukunft ausschauen wird, von der Regierung bespitzelt zu werden. Das kann es doch nicht sein, werte Kolleginnen und Kollegen. Und ich verstehe nicht, wenn wir es geschafft haben, diese Berufsgruppen, die ich vorher genannt habe, hineinzunehmen, dass es hier keine Bespitzelung und keine sonstigen Nachforschungen geben darf, dass das nicht auch für jene gilt, die hier Politik machen und oft auch kritisch gegenüber der Regierung auftreten. Das heißt, auch das ist ein Kritikpunkt von uns, wo es nicht nachvollziehbar ist, wie sich hier die Regierung verwehrt hat. Alles in allem, zusammenfassend, gibt es von uns somit eine Ablehnung zu diesem Zeitpunkt und natürlich auch einen Rückverweisungsantrag in den Innenausschuss, um die Gelegenheit zu ergreifen, die notwendigen, noch anstehenden Änderungen auch noch in Umsetzung zu bringen. Ich habe auch gehört von unseren Kollegen bei den Grünen, dass Ähnliches auch bei den Grünen geplant ist, um auch dort die Gesprächsbereitschaft, die weitere Gesprächsbereitschaft und Notwendigkeit aufzuzeigen, um eine breite Mehrheit zu bekommen. Wenn dem aber nicht so ist, ja, wenn dem nicht so ist und eine Unverhältnismäßigkeit der Eingriffe weitergegeben scheint, dann sind wir auch bereit mit unseren Experten und wir werden auch in der Folge dann auch damit beginnen, eine Drittelbeschwerde an den Verfassungsgerichtshof vorzubereiten. Das auch in Umsetzung zu bringen. Und das sei hier an dieser Stelle auch klipp und klar gesagt. Der Eingriff, dieser massive Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte hat verhältnismäßig zu sein. Wenn wir eines wollen, ein Gesetz, das tatsächlich zum Schutz der Bürger wirken soll und nicht zum Nachteil der Bürger. Dankeschön. FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Dahmann übt Kritik an den Instrumenten, die den Behörden mit dem Staatsschutzgesetz in die Hand gegeben werden. Beispielsweise sei der Deliktskatalog zu weit und falsch gefasst. Meinungsdelikte sind drinnen, aber Aufforderungen zu terroristischen Handlungen nicht.